Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von E-Learning Kraftfahrzeugtechnik. Heute haben wir mal ein HFM 8 Luftmassenmesser. Ja, hier bei dem BMW Hybrid ist ein HFM 8 Luftmassenmesser verbaut und den erkennen wir hier in dem Fall daran, dass nur drei Anschlusskabel an den Luftmassenmesser herangehen. Ein Kabel davon ist für die Spannungsversorgung, ein Kabel für die Masseverbindung und ein Kabel dann nachher letztendlich für die Signal- bzw. Datenübertragung. Ja, um die Spannungsversorgung an dem HFM 8 Luftmassenmesser zu prüfen, kontaktieren wir einmal den Pin 1 des Luftmassenmessers und einmal den Pin 2 des Luftmassenmessers und dann können wir dort unsere Spannungsversorgung bei eingeschalteter Zündung messen. Hierzu stellen wir jetzt unser Universaloszilloskop einmal entsprechend ein, sodass wir dann die Spannungsversorgung vernünftig messen können. Wir ziehen also die Nulllinie hier einmal runter, stellen dann die Spannungsachse auf 10 Volt ein, da wir eine maximale Spannungsversorgung von 5 Volt erwarten. Und jetzt sehen wir hier unsere Spannungsversorgung von 5,04 Volt. Das ist also die Spannungsversorgung, mit der HFM 8 Luftmassenmesser versorgt wird. Ja, dann nehmen wir einmal unsere Messspitze aus dem Spannungsversorgungsanschluss raus und stecken diese einmal in den Anschluss der Signalleitung hinein, um dann die Signalleitung bzw. das Datenprotokoll messen zu können. Ja, und dann können wir hier schon das Datenprotokoll ja nicht wirklich erkennen. Dazu müssen wir natürlich jetzt einmal die Zeitachse entsprechend einstellen, damit dann das Datenprotokoll auch wirklich sichtbar ist. Und dann, weil es sich hier um ein hochfrequentes Signal handelt, können wir hier nochmal Potenzial freimessen, um das Signal dann auch ein bisschen deutlicher darstellen zu können. Und jetzt sehen Sie hier letztendlich das Send-Protokoll, mit dem der Luftmassenmesser die Informationen angesaugte Luftmasse und Ansauglufttemperatur an das Steuergerät überträgt. Eine genaue Analyse des Send-Protokolls ist nicht möglich. Wir können halt schauen, erzeugt der Sensor ein Send-Protokoll. Wir könnten jetzt nochmal am Steuergerät schauen, kommt das Send-Protokoll dort an und dann muss das Steuergerät auch diese Dateninformationen verarbeiten können. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ihr dürft natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren und ja, bis demnächst mal wieder bei E-Learning Kraftfahrzeugtechnik.